Moin Freunde, da einige von euch mich jetzt immer wieder gefragt haben, wie man denn Fursuit-Augen baut, habe ich gedacht, ich zeige euch mal ein kleines, diesmal auch sehr seriöses Tutorial. Hier werde ich euch zeigen, wie man tunige Follow-Me-Eyes baut, zumindest wie ich sie baue. Wieder so als kleine Info für euch, es gibt da keinen Standard, das heißt, meine Methode ist weder perfekt noch das einzige, was geht. Also ich kann mir vorstellen, dass viele das anders bauen als ich. Aber wenn ihr wirklich gar keine Ahnung habt, dann denke ich, dass das für euch hoffentlich eine kleine Hilfe ist. Zuallererst ist zu sagen, es gibt nicht die Fursuit-Augen. Es kommt immer darauf an, was man selbst möchte. Es gibt diese Follow-Me-Eyes, das heißt diese Augen, die einen angucken, selbst wenn man sich weiter weg bewegt und selbst wenn sich der Kopf ein bisschen dreht. Das ist das, was viele Fursuits, die tunig wirken sollen, drin haben. Dann gibt es die Nicht-Follow-Me-Augen, die wirken quasi einfach nur aufgeklebt, was auch das Ziel ist. Die sollen einen gar nicht gezielt angucken, oft wirkt der Blick aber knuffig. Es gibt viele bekannte Fursuit-Bauer, die das nutzen. Außerdem gibt es noch das dritte, das sind realistische Augen. Und diese sollen, wie auch der Name schon sagt, realistisch wirken. Das sind die, die auf einer Art Murmelbasis sind und man durch die Tränenkanäle hier guckt. Darin bin ich nicht gut, das kann ich euch auch leider nicht zeigen, aber ich kann euch die tunigen Follow-Me-Eyes zeigen und das werde ich hier auch. Und ja, dann viel Spaß bei meiner Erklärung. So Leute, freut mich, dass ihr dabei seid. Ich habe euch jetzt mal auf den Tisch gelegt, was ihr alles braucht. Ihr braucht einerseits Lochblech, das ist dann, um die Augen, Pupillen und alles zu machen, was ihr dann später bemalen könnt. Hier entsprechend die Farbe zum Bemalen der Augen. Einmal einen Pinsel, der erklärt sich hoffentlich von selbst, warum ihr den braucht. Zwei verschiedene Farben Moosgummi, ich werde euch dazu gleich erklären, warum ihr zwei verschiedene Farben braucht. Den Kleber, das ist ein normaler Textilkleber, einen Zirkel, ein Cuttermesser, einen Heißkleber und eine normale Schere. Das ist soweit alles, was man braucht, um die Augen zu machen. Zum Lochblech ist zu sagen, ich habe schon viele gesehen, die nicht wissen, wo man das Zeug herkriegt. Das kriegt man in der Baustoffabteilung von normalen Baumärkten. Alternativ habe ich auch einen Link in die Videobeschreibung gepackt, wo, damit ihr sehen könnt, wo ihr das entsprechend kaufen könnt. Für das Augenkonzept habe ich mir eine kleine Vorlage gebaut, wie auch für den Tail. Wichtig ist halt, schaut im Internet mal nach Augenformen. Ich selbst habe mir hier so eine gemacht, die für mich einfach optimal ist. Allerdings gibt da Google eine Menge her. Das heißt, da könnt ihr so ein bisschen eure Augenform gestalten. Die könnt ihr dann ausdrucken, ausschneiden und dann entsprechend als Vorlage nehmen, um sie auf das weiße Moosgummi hier drauf zu legen. Ich mache euch mal den Tisch frei, damit ihr seht, wie das alles hier funktioniert. Dann könnt ihr entsprechend einfach nur hier das weiße drauflegen, fahrt dann mit dem Stift drumherum, schneidet das aus. Wichtig ist, ihr müsst das zweimal machen. Das heißt, einmal nehmt ihr es, dreht es seitenverkehrt, macht dasselbe nochmal. Und dann habt ihr im Endeffekt zwei Stücke, die so aussehen. Ich habe euch das alles schon mal vorgefertigt, damit ihr mich nicht ewig beim Schneiden und Kleben beobachten müsst. So sieht das aus. Dann schnappt ihr euch den Zirkel, der hier ist, stellt eine Größe ein, eure Wunschgröße, je nachdem, stecht in die Mitte und zieht einen Kreis. Ich habe hier ebenso schon mal eine Vorlage genommen, die ich selber gebaut habe. Das ist hier so ein halboffener Kreis. Ich werde euch auch gleich erklären, warum halboffen. Den habe ich schon zum einfach drauflegen und dann kann man es nachfahren. Mit dem Zirkel und kann dann entsprechend mit dem Cuttermesser das Ding ausschneiden. Schaut, dass ihr möglichst genau arbeitet, denn kantige Augen sehen etwas blöd aus und da muss man dann wirklich drauf achten. Wenn ihr tatsächlich so einen halben Innenkreis habt, dann zieht erstmal nur den äußeren raus und das Ergebnis sieht dann so aus. Das erinnert schon ein bisschen an ein Auge. Und was ihr jetzt braucht, ist das Lochgitter, was ich gerade gezeigt habe. Da schaut ihr, dass ihr mit der Vorlage auch das gleiche Stück aus dem Lochgitter rausschneidet. Hier solltet ihr aufpassen, weil das verursacht Kanten, die kratzen das Lochgitter. Das heißt, einerseits besteht Verletzungsgefahr, da müsst ihr echt aufpassen. Und andererseits benutzt keine eurer besten Scheren für das Lochgitter, weil das Lochgitter kratzt sehr stark an den Scheren. Und wir wollt ja garantiert auch nicht, dass eure Schere kaputt geht. Wenn das jetzt genau passt, habt ihr dann so etwas. Wichtig ist, was ich jetzt gemacht habe, nehmt das, was ihr weggeschnitten habt und schneidet einen kleineren Kreis rein. Der sollte Pi mal Daumen 6, 7, 8 mm, je nachdem wie viel ihr möchtet, haben. Und legt den hier rein.
das, was jetzt drin ist, ist der Bereich, der später schwarz wird. Was ihr mit den Augen allerdings auch noch machen könnt, ist, ihr könnt theoretisch so diesen weißen Funkeln, nenne ich es mal, dieses Glitzern in den Augen, was viele Fursuits haben, könnt ihr auch reinmachen. Dazu schneidet ihr einfach, nach gutem Wissen eigentlich, ein kleines weißes Stück aus und könnt ihr, und das legt ihr einfach mitten drauf. Voilà. Mitten drauf. Ich hoffe, man kann es von hier aus erkennen. Und dann müsst ihr nur noch das weglegen. Ja. Legt das in die Mitte. Und jetzt habt ihr schon quasi eine grobe Vorlage zum Bemalen. Wichtig ist, drückt das an und benutzt die Farbe, wie ich sie hier in den drei verschiedenen Farben habe, und bemalt das. Ihr könnt ganz normale Acrylfarbe nehmen, es sollte allerdings keine auf Ölbasis sein, weil Ölfarben lassen sich nicht so gut auf Metalloberflächen aufmalen. Das heißt, wenn ihr könnt, nehmt normale Acrylfarbe auf Wasserbasis, die kriegt ihr in jedem Baumarkt, die kriegt ihr im Müller, sonst wo, für echt nicht viel Geld. Ich glaube, ich habe dafür 3 Euro gezahlt, aber das ist auch eine größere. Das ist, und das kleine ist so Warhammer-Bemalfarbe, die ich noch von früher habe. Wichtig ist, der innere Kreis wird schwarz. Der kleine Kreis, den ich gerade in der Hand hatte, wenn ihr den schwarzen bemalt habt, dann könnt ihr sowohl den Ring wegnehmen, als auch das Ding wegnehmen. Ihr habt jetzt theoretisch, wenn ihr es bemalt habt, ich zeige euch mal das Fertige, damit ihr es besser versteht, habt ihr theoretisch, wenn ihr nur das Schwarze anguckt, einen kleinen Halbkreis offen. Diesen Halbkreis könnt ihr dann entsprechend weiß bemalen. Und die restliche Fläche, die bemalt ihr in der Farbe, die eurer Augenfarbe dann entsprechend ist. In meinem Fall hier für die Commission ist es jetzt rot. Und wenn ihr dann später seht, dass ihr das hier drauflegt, dann habt ihr schon mal das bemalte Auge, was entsprechend dann so aussieht. Das gleiche macht ihr natürlich auch mit dem anderen Auge. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr das Lochgitter macht, schaut, weil ihr habt ja theoretisch Linien mit einem Kugelschreiber gezogen oder mit einem Stift. Und auf einer der beiden Seiten sieht man die, auf der anderen natürlich nicht. Schaut, dass ihr das Auge so gestaltet, dass man es nicht sieht und das hier dann drauflegt, damit man eben diese Kugelschreiberlinie nicht sieht, weil die kriegt ihr dann nicht mehr raus. Der nächste Schritt ist, ihr schnappt euch das schwarze Moosgummi und schneidet 2 lange Stücke aus. Die habe ich hier auch schon mal vorgeschnitten. Das sorgt für den Follow-Me-Effekt von den Augen. Diese langen Stücke, ihr könnt natürlich mit einem Maßband drumherum gehen und abmessen, okay, wie lang ist euer Auge. Alternativ könnt ihr einfach auch ein Stück schneiden, was ein bisschen zu lang ist. Und das Ziel ist es, das hier drum zu legen, damit es komplett um das Auge rumgeht. Damit das Auge eben entsprechend reingesetzt ist. Hier kommt dann auch der Textilkleber ins Spiel. Ihr müsst jetzt ganz vorsichtig an den äußeren Rand von dem Moosgummi, das heißt diesem wirklich sehr, sehr schmalen Rand, da müsst ihr entsprechend die schwarzen Streifen dran kleben. Schaut das, wenn ihr das, dass ihr das in die richtige Richtung macht. Das heißt, wenn euer Auge so aussieht, dass ihr das hier rum macht und nicht aus Versehen in die andere Richtung, weil sonst wird das mit dem Kleben nachher schwierig und das Auge ist dann entsprechend falsch rum und es kann kein Follow-Me-Effekt entstehen. Also einfach so und so rum kleben. Sollte euer Moosgummi zu lang sein, das heißt dieser Streifen zu lang sein, könnt ihr ihn kürzen und dann am Ende zusammenkleben. Dann habt ihr quasi diese Augenform und habt diese Vertiefung nach innen schon drin. So, wenn ihr den schwarzen Rand jetzt angeklebt habt, dann sieht das Auge so aus. Hat schon einen gewissen Follow-Me-Effekt. Es gibt Fursuit-Bauer, die lassen es quasi so und bauen das Auge dann direkt ein. Das kann man natürlich machen, das ist auch alles kein Problem. Was ich allerdings noch mache, um den Follow-Me-Effekt ein bisschen zu verstärken, ist, man nimmt die Form, die man vorher hatte, das heißt die Vorlage, auf der man eben auf dem Moosgummi das aufgezeichnet und dann ausgeschnitten hat, und man schneidet wieder das gleiche Auge aus, diesmal ein bisschen größer. Und lässt im Rahmen von maximal 7, 8, 9 mm einen Rand. Das Ergebnis ist dann so etwas hier. Das hat auch genau die Form von dem Auge. Und das kann man dann im Endeffekt auf das Auge drauflegen und dann später auch kleben. Und das verstärkt den Follow-Me-Effekt nochmal. So, ich lege es gerade mal drauf.
Das ist dann im Endeffekt das Ergebnis. Ein Auge, wo der Follow-Me-Effekt nochmal eine Ecke stärker ist. Wenn ihr das aufgeklebt habt, schaut, dass ihr alles sauber verarbeitet habt. Gegebenenfalls könnt ihr nochmal nachpinseln. Und das war's eigentlich. Vergesst nicht, wenn ihr das zweite Auge macht, dass ihr alles seitenverkehrt macht, damit ihr nicht zweimal das gleiche Auge baut. Und ja, das wär's von meiner Seite aus. So Leute, ich würde sagen, von meiner Seite aus wär's das. Es ist natürlich, wie schon gesagt, nicht die optimale Methode, also vielleicht für euch nicht die optimale. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, ihr wisst, ihr könnt sie jederzeit runter in die Kommentare posten. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir jederzeit gerne ein Like geben, generell Daumen nach oben, teilt das Video, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert haben solltet, schaut doch unbedingt mal in die anderen Videos rein, die ich gemacht habe. Es wird, was First Aid Bau angeht, auf jeden Fall noch ein Tutorial zu den Vorderpfoten kommen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne nächste Woche und haut rein, Leute. Bye!